Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ob das hier einer ist, das werden wir jetzt diskutieren. Ebenfalls werden wir diskutieren, wie sieht denn alternativen Forst aus? Und damit sind wir beim Thema von heute, nämlich Wald versus Forst. Das ist sehr plakativ dargestellt, das ist Absicht, weil so wird es auch häufig in der Diskussion um den Wald dargestellt. Forst böse, Wald gut. So einfach ist es aber nicht und es gibt auch nicht Forst und Wald, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Wir gucken uns jetzt Beispiele an für Wald ja, und dann gucken wir uns ein Beispiel an für Forst. Und wenn jetzt endlich hier der Kleiber aufhört, dauernd überall rumzuspringen und mich abzulenken, weil er so sympathisch ist, dann könnte man hier auch schneller vorwärts kommen. So, aber das ist mehr oder weniger der Plan. Ich möchte gleich mal von vornherein darauf hinweisen, die Definition von beidem. Was ist ein Wald? Ein Wald ist abzugrenzen auf der einen Seite, ne, Richtung Wirtschaft, ja, ist er abzugrenzen vom Forst. Aber er ist auch nochmal abzugrenzen auf der Seite Natur vom Urwald. Wald ist nicht gleich Urwald. Wir müssen da schon nochmal differenzieren. Ein Urwald wäre ein vom Menschen vollständig unbeeinflusster Wald. Und ein nur Wald ist ein, ja, ein bisschen vom Menschen beeinflusst, dürfte der per Definition daher sein. Ja, das muss einem klar sein. Also wenn man von Wald spricht, meint man nicht automatisch einen Urwald. Da muss differenziert werden. So, gleiches gilt für den Forst. Der Forst ist ein stark wirtschaftlich beeinflusster Wald. Er ist aber auch nicht per Definition, eigentlich nicht, gleich eine Plantage, die nur wirtschaftlichen Zwecken dient, wo alles andere 100% hinten ansteht und wirklich nur die wirtschaftliche Bearbeitung sozusagen im Vordergrund steht. Also auch da muss man ein bisschen differenzieren. Und jetzt sehen wir schon, so einfach ist das gar nicht zu fassen und es ist ein gewisser Spielraum immer vorhanden zwischen eben extremen Forst und Übergang zum Wald und Wald mit Übergang zum Forst oder sehr, sehr nah dran am Urwald und so weiter und so weiter. Und allein dadurch, dass dies alles keine trennscharfen Begriffe sind, ist die Diskussion, das ist ein Forst, das ist automatisch schlecht, nicht gerade sehr, sehr hilfreich. Wenn es ein sehr, sehr extremer Forst ist, dann mag das stimmen. Wenn es ein mittlerer Forst ist, dann stimmt das überhaupt nicht. Dann ist das schon eine sehr, sehr gute Kompromisslösung, um A, der Natur gerecht zu werden, ja, und viel Natur zuzulassen und B, gleichzeitig uns als Gesellschaft einen wunderbaren, natürlich nachwachsenden Rohstoff zur Verfügung zu stellen, der aus einer Bewirtschaftungsweise gewonnen werden kann, die es woanders nicht gibt. Lediglich der Forstsektor ist die naturnächste Bewirtschaftung von irgendwas, die es überhaupt gibt. Ja, Landwirtschaft, fällst du irgendeine Pflanze auf den Acker, das ist niemals Natur. Das ist auch noch nicht mal nah dran. Eine Monokultur von irgendeiner Ackerpflanze setzt voraus, dass wir da einen Acker haben. Und ein Acker wäre noch nicht mal im Ansatz die natürliche Vegetationsentwicklung, zum Beispiel in Deutschland, sondern die wäre Wald. Und hingegen einen Wald zu nutzen, da haben wir zumindest mal die richtige Vegetationsform, richtig in Anführungszeichen, auf dem Land draufstehen und können diese nutzen. Damit sind wir eigentlich immer natürlich als jede Form von Landwirtschaft, selbst als eine Permakultur. Eine Permakultur ist super, ja, gar keine Frage, und das ist auch sehr, sehr nachhaltig und ganz, ganz toll. Aber hat das was mit Urnatur zu tun? Nö. Mit sonstiger Natur? Sehr wenig. Ja. Auch wenn man da teilweise versucht, natürliche Prozesse nachzuahmen, dass nur Nutzpflanzen, das in einer riesigen Dichte, eng beieinander stehen und auch ständig nachgedüngt werden muss, zwangsläufig. Ja. Deswegen ist Permakultur trotzdem super. Aber mit Natur hat das nichts zu tun. Das ist Landwirtschaft. Extremlandwirtschaft in dem Sinne, dass sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt werden muss, damit das System so funktioniert. Und das muss man sich dann schon auch klar machen. So, also das war so ein paar einführende Worte. Aber wir sagen jetzt mal spaßeshalber, damit wir jetzt ein bisschen plakativ denken können, um dann nachher zu sehen, dass wir mit plakativ denken nicht weit kommen. Wald ist ganz knapp neben dem Urwald und Forst ist ganz knapp neben der Plantage, beziehungsweise ist eine Plantage. So,
Und damit können wir jetzt losmarschieren und gucken uns jetzt erstmal ein paar Beispiele für Wald an. Und danach gucken wir uns, ein paar Beispiele, also ein großes, wo ich ein paar Stops mit der Kamera mache und ein paar Sachen erkläre. Und dann gucken wir uns ein großes Beispiel für Forst an, wo ich wieder ein paar Stops mit der Kamera mache und so weiter. Und dann gucken wir uns noch irgendwas dazwischen an und dann stellen wir fest, vielleicht macht das ja sogar Sinn. Ja, also darauf möchte ich hinaus. Das nimmt jetzt natürlich die Spannung, dass ich das schon jetzt erkläre. Aber Extremlösungen selten gut. Ja, Kompromisse oft sinnvoll. Ja, darauf will ich hinaus. Und ich hatte auch schon Kommentare, und das ist auch der Grund, weshalb es dieses Video jetzt gibt, so auf dem Motto, ja, aber Moment mal, wir haben ja kaum noch Wald in Deutschland. Das ist ja alles Forst. Das ist ja schlecht. Ja, so in die Richtung. Und das ist halt Quatsch. Das kann man so nicht sagen. Gewisse prominente Förster- und Bestseller-Autoren machen das zwar und sagen das so, aber ich halte das wie vieles, was besagter prominenter Förster- und Bestseller-Autor sagt, für fragwürdig bis hin zu grottenfalsch. So, genug Einführung, wir gehen los. So, bitteschön, Beispiel für Wald. Es gibt drei Kategorien, an denen wir jetzt unsere Unterscheidung machen wollen. Handelt es sich um Wald, handelt es sich um Forst? Kategorie Nummer 1 ist Nähe an der PNV. Zweitens Struktur. Und drittens Spuren von menschlichem Einfluss. So, und das bedeutet, wir fangen jetzt mal an mit Nähe zur PNV. Man kann übrigens auch noch andere Kategorien wählen als die drei, die ich mir jetzt rausgefischt habe. Aber das wird sonst zu umfangreich und macht auch keinen großen Unterschied mehr. PNV, was ist das? Das ist die potenziell natürliche Vegetation. Das heißt, es ist ein Tool sozusagen, ein Gedankenkonstrukt, das man anwenden kann auf eine Landschaft, wenn man deren Parameter kennt. Man also weiß, wie hoch sind wir hier, was haben wir hier für einen Jahresniederschlag, wie ist der verteilt, was haben wir hier für einen Boden, was haben wir hier für ein Ausgangsgestein, was haben wir hier für ein Relief, also wie ist die Struktur der Erdoberfläche. In diesem Fall ist es ein kleiner Bergkamm, was wir hier vor uns sehen, der ist ungefähr 50, 80 Meter breit. Wie hoch sind wir hier? Auf circa 350 Metern. Und was haben wir hier für einen Jahresniederschlag? Ja, so 650, 700 Millimeter. Das ist also nicht wirklich richtig, richtig viel, ist aber auch nicht wirklich wenig. Wobei hier an diesem Kamm speziell könnte es ein bisschen mehr sein. Wie gesagt, Relief Bergkamm. Und Boden ist eine Braunerde auf Buntsandstein, ja, also eine saure Braunerde, nicht sehr basenreich. Das sind jetzt alles nur Worte, das sagt euch nichts, aber ich wollte nur mal kurz so ein bisschen erklären, wie wir jetzt anhand der Standorteigenschaften, also mit was für einem Ort, wo eine Pflanze wachsen kann, haben wir es denn hier zu tun. Anhand dessen können wir sagen, dass unter diesen Bedingungen in Mitteleuropa normalerweise ein Wald wachsen würde, der da natürlich entstehen würde, und der ist dann die PNV. Also die potenziell natürliche Vegetation. Nicht die tatsächlich dastehende Vegetation, das ist das, was wir hier gerade sehen. Nicht die natürliche Vegetation, das ist die, die da stehen würde, wenn es den Menschen nie gegeben hätte und er nie irgendeinen Einfluss auf die Vegetationsentwicklung gehabt hätte. Ja, die kennen wir zum großen Teil noch nicht mal großartig. Also oft kennen wir sie nicht oder können nicht mit Sicherheit sagen, welche das wäre. Sondern eben die potenziell natürliche Vegetation, die unter den aktuellen, jetzt auch für uns sichtbaren Bedingungen hier stehen würde, wenn wir nichts anderes hingepflanzt hätten, falls wir dann was anderes hingepflanzt haben. Ja, soweit kann man mir hoffentlich folgen. So, und was wäre das? Das wäre ein Buchenmischwald mit Tannen. Also ein bisschen viel Buche, ja, bisschen Mischbaumarten und viel Tanne. So, haben wir das denn hier? Kurz gesagt, ja, haben wir. Jetzt muss man natürlich noch unterscheiden, wie viel der potenziell natürlichen Vegetation ist denn hier auch wirklich da. Also nehmen wir an, es wäre jetzt natürlicherweise ein Wald mit, sagen wir, 60% Buche und 40%, ja, sagen 35% Tanne und 5% weitere Mischbaumarten. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier haben wir eine Buche.
Ja, wenn wir uns jetzt ein bisschen umgucken, dafür, ne, darum ist das hier auch kein Standbild, weil wir können uns ja umgucken, dann stellen wir fest, da kommt die nächste Buche, unten Tanne, hinten Tanne. Fichten seht ihr hier keine, das ist alles Tanne. Da kommt die nächste Buche. Ja, dazwischen Ilex. Hier kommt das Immergrüne, was hier gerade zum Vorschein kommt mit Blättern, Ilex aquifolium. Auch nochmal eben eine sehr den Standort bereichernde Sache. Dann hier wieder Buchen, junge Buchen. Da, das heißt, die Buche verjüngt sich auch. Auch wieder sehr wichtig. Dazu kommen wir dann gleich, wenn wir über die Waldstruktur sprechen. Nochmal. Und wir sehen weiter Buchen, Buchen, Buchen. Unten drin Ilex. Vereinzelt Tanne, Tanne, Tanne. Dann ist hier ein Weg, das ist auch wichtig. Ja, den sprechen wir auch gleich noch an. Da hinten haben wir auch ein paar Totholzstrukturen. Die Altbäume sehen teilweise nicht mehr ganz so gesund aus. Hier seht ihr, die Krone ist auf keinen Fall eine richtige Krone. Das heißt, da fehlen die dünnen Äste. Da ist viel runtergebrochen und da fehlt viel. Jetzt in der Bildmitte, ist mit der Sonne jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber man kann es, glaube ich, trotzdem erkennen. Ist aber auch wieder eine Buche. So, und dann kommt hier der nächste Baum ins Bild. Das ist jetzt tatsächlich mal eine Eiche. Hier das da. Und eine Eiche wäre zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt PNV, aber die Voraussetzungen für die PNV, die ich gerade genannt habe, die wir beim Waldbild, das wir uns eben angeguckt haben, hatten, waren andere. Weil hier ist jetzt unser Bergrücken, auf dem ich stehe, schon wieder zu Ende und da vorne fängt jetzt schon der Hang an. Und ein Hang hat jetzt andere Voraussetzungen für Waldentwicklung als ein flacher Bergrücken. Denn an einem Hang haben wir zum Beispiel immer eine relative hohe Trockenheit, weil das Wasser, was drauf regnet, fließt gleich runter, kann da nicht lange gespeichert werden im Boden und damit ist es da immer ein wenig trockener. Und wenn es jetzt trockener wird, dann kommen andere Baumarten zum Tragen, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Und das kann zum Beispiel die Eiche sein, dass die Buche also von der Eiche abgelöst wird. Und wir kriegen hier am Hang keinen sehr stark buchendominierten Wald mehr, sondern einen mit Buchen, aber auch schon mit Eiche. Und der kann kleinräumig, theoretisch, und das ist selten, aber theoretisch könnte der jetzt kleinräumig auch schon von Eiche dominiert werden, je nachdem, wie weiter wir am Hang runtergehen und wie trockener der Hang dann noch wird. Ja? Also es ist nicht in Stein gemeißelt, wie ein natürlicher Wald auszusehen hat, aber die Nähe an der potenziell natürlichen Vegetation, die ist auf jeden Fall wichtig. Entschuldigung, ich habe vergessen, wir nehmen noch Totholz dazu. Wir haben also vier Kategorien, um Wald und Forst zu unterscheiden. Erstmal PNV, ja, potenziell natürliche Vegetation, dann Struktur, dann Spuren menschlichen Einflusses und Totholz müssen wir auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Gut, bei der PNV sind wir an dieser Stelle durch. Haben wir hier einen hohen Anteil von PNV auf der Fläche verwirklicht, entspricht das, was da steht und das, was potenziell dastehen sollte, stimmt das überein? Und da kann man schlicht und ergreifend sagen, ja, zu 95%, ja, zu fast 100%. Ich kenne wenig Wälder, die so naturnah sind wie der hier, in dem wir hier gerade stehen. Darum habe ich den auch ausgewählt. Das ist also definitiv ein Wald. Ich persönlich würde sagen, es ist auch schon fast ein Urwald, soweit man da überhaupt irgendwie rankommen kann. Also sehr nah dran, sehr nah dran. Hier in der näheren Umgebung kenne ich kein Waldstückchen wie das, in dem ich hier gerade bin, das mehr, in Anführungszeichen, mehr Urwald ist als das hier. So. Gut, jetzt zweitens, Struktur. Ein Wald sollte kleinräumig eine gewisse Struktur aufweisen. Das heißt, wir haben Flächen, da stehen ein bisschen ältere Bäume. Dann haben wir Flächen, die sind möglicherweise schon zusammengebrochen vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten. Da stehen also ein paar jüngere Bäume. Dann haben wir ganz dichte Flächen, wo sie wirklich nur gerade die Aufwachsphase ist. Wir haben dichte Flächen mit noch Altbäumen oben drüber. Wir haben also viele verschiedene Waldbilder auf kleinem Raum. Einfach dadurch, dass mal der Sturm reinfegt und die Bäume unterschiedlich alt sind und ein Mosaik entsteht aus verschiedenen Flächen, wo der Wald hochwächst. Das nennt man Klimax-Mosaik-Theorie, die dazugehörende Wissenschaft. Das habe ich erst vor kurzem in einem anderen Video besprochen. Weiß aber noch nicht, ob ich das schon veröffentlicht habe an dieser Stelle. Wenn nicht, dann werde ich das nochmal in einem anderen Video in Kürze besprechen. Schauen wir also mal. Was haben wir hier an Struktur? Wir haben unterschiedliche
unterschiedlich dicke Bäume, das ist schon mal klar. Wir haben hier diese Eiche, die ist ziemlich dick. Wir haben hier nebendran eine Buche, Entschuldigung, das ist ein Bergahorn. Ein Bergahorn, noch eine zusätzliche Baumart, ja, also zusätzliche Baumarten haben wir auch. Die ist auch ziemlich dick und dann haben wir relativ viel kleines, dünnes Zeug dazwischen. Verjüngung ist da und jetzt gehen wir mal wieder zurück in die Richtung. Hier haben wir eben, der da ist fast tot. Übrigens, da hinten haben wir auch einen komplett stehenden Toten. Da, seht ihr? Das ist ein stehender Toter. Der sorgt dann für zusätzliches Totholz, erhöht aber jetzt erstmal nur die Waldstruktur. Das mit dem Totholz, da kommen wir dann später nochmal drauf. Gut, ja, gucken wir mal weiter, jetzt auch mit etwas mehr Zoom. Wir haben hier eben ein deutliches Verjüngungsnester, Stellen mit viel, viel, viel jungen Bäumchen unten drin und Stellen, wo das nicht so ist. Dann haben wir viele mittelmäßig große. Dann haben wir zwischendrin auch wirklich, wirklich dicke. Und wir haben auch Bereiche, wie wir jetzt hier sehen können, wo auch mal ein großes Stückchen recht viel Waldboden, ohne dass da großartig viel Verjüngung rumsteht, zu sehen ist. Zumal der Ilex, der hier auch noch steht, der ist nicht wirklich Verjüngung, der ist halt einfach klein. Das zählt also in gewisser Weise nicht. Der Ilex ist allerdings natürlich auch eine strukturbereichernde Art, die man so in einem Wirtschaftswald, in einem krassen Wirtschaftswald auf keinen Fall findet. Er steht auch unter Naturschutz. Er ist immer noch recht selten deutschlandweit, auch wenn er hier wächst wie Unkraut. Der ist also auf jeden Fall ein weiterer strukturbereichernder Bestandteil. Es muss noch nicht mal ein Bestandteil der PNV sein, dass Ilex zwingend vorhanden sein muss. Wenn er da ist, ist er bereichernd, die Struktur. Ja? Also, worauf will ich hinaus? Das ist im Grunde hier ein extrem strukturreicher Bestand. Sieht fast schon aus wie ein Plenterwald, der hat allerdings nichts mit dem Naturwald zu tun. Aber das entsteht hier, diese ganze Struktur, durch viele Störungen, kleinräumig, durch kleinräumigen Standortwechsel, dass der Wald Zeit hatte, sich anzupassen, dass hier auf dem Bergrücken, auf dem wir jetzt gerade wieder gucken, breiten Grat, der dann nach oben geht, dass da eben andere Bäume wachsen konnten und eine etwas andere Struktur sich bilden konnten als drüben am Hang. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterlaufen, das tun wir auch gleich, dann sehen wir großräumig eben in diesem Wald auch noch viele weitere Strukturen, die darauf hinweisen, dass es sich hier definitiv um einen Wald handelt. Ihr seht da auch noch weiteres Totholz, dann liegen da jetzt auch noch so Steinbrocken drin rum. Also Struktur, auch da muss ich wieder sagen, ich kenne wenig Wälder, die mehr weiter strukturiert sind als dieser wunderschöne Wald hier. Ist mein persönlicher Lieblingswald übrigens auch, damit wir mal klar geklärt haben, wo ist denn mein Lieblingswald? Da, hier, ja, da. Hallo Amsel. Ja, will nicht in die Kamera gucken, ist schüchtern. So, ja, wir machen weiter mit der nächsten Fragestellung. Es sind heute extrem viele Vögel unterwegs. Es ist Montag. Montag ist hier so ruhig wie an keinem anderen Tag der Woche. Insbesondere sonntags ist viel los. Und das nutzen jetzt auch die Tiere. Das ist der Einzige, der hier ist, ich bin. Und mich kennen sie ja. Ich bin hier wirklich oft. Tschüss, Amsel. Gut. Jedenfalls, menschlicher Einfluss. Wo finden wir denn Spuren menschlichen Einflusses? In diesem Waldbild. Ja? Nochmal kurz zur Erklärung. Das ist auch dann ein Wald, wenn er nicht sehr dicht ist. Heißt, hier kommt recht viel Licht am Boden an. Dementsprechend ist auch alles bemoost. Es kommt ziemlich viel Feuchtigkeit hier an, weil wir jetzt eben auch noch ein Stückchen höher gestiegen sind. Hier bleibt auch schon gerne mal eine Wolke hängen am Berg. Und dementsprechend haben wir hier einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit. Oft liegt das Ganze auch im Nebel bzw. in der Wolke. Wenn es regnet, kommt da immer auch ungebremst hier an. Das sorgt für eine gute standörtliche Feuchtigkeit. Das müsste man dann auch wieder bei der Wahl der PNV berücksichtigen. Zwar ist der Niederschlag per se hier nicht sehr hoch, der richtige Niederschlag, also einfach Regen, das vom Himmel fällt. So, aber eben die der Strukturreichtum der Landschaft, die hohe Rauigkeit der Erdoberfläche, muss man das auch einfach so nennen. Sorgt schon dafür, dass hier mehr Feuchtigkeit hängen bleibt als in einer sehr glatt gebügelten Landschaft. Oh, ein Wintergoldhähnchen.
Meine Güte, sind hier Vögel unterwegs heute. Das ist ja toll. Kann ich euch nicht zeigen. Schon wieder weg. Gut. Menschlicher Einfluss in dieser Struktur. Wer sieht welchen? Ja, ich auch nicht. Gibt keinen, schlicht und ergreifend. Also hier ist nichts erkennbar, dass hier irgendjemand forstlich eingegriffen hätte. Man sieht keinen abgesägten Baumstumpf. Man sieht keine in Reihe und Glied stehenden Bäume. Das werden wir nachher im Gegenbeispiel sehr wohl zu sehen bekommen. Ist das wunderschön? Ja, ohne jeden Zweifel ist das hier wunderschön. Nochmal die Baumartenvielfalt. Gerade dadurch, dass wir eben bei dieser hohen Struktur sehr viele Flächen haben, die teilweise ein bisschen mehr zusammengebrochen sind als andere, kommen hier auch langsam Pionierbaumarten wie unsere Birke hier im Bild langsam hoch. Wenn jetzt Sommer wäre, könntet ihr auch erkennen, dass es sich hier drin auch die ein oder andere Vogelbeere befindet. Eberesche, auch eine typische Pionierbaumart, die bei der neuen Entstehung von Wald, nachdem ein alter Wald große Schäden im ökonomischen Sinne abbekommen hat und langsam zerfällt, dann kann man das auch ganz wunderbar sehen. Hier direkt am Weg haben wir einen schönen Spechtbaum. Ist alles ein bisschen schwierig mit Lensflare heute. Die Sonne steht halt gerade etwas ungünstig. Ich habe extra den Schornstein drauf, aber also da kann man sehen, da ist der Specht offensichtlich sehr häufig aktiv. Man sieht sogar da unten noch die Hinterlassenschaften von der letzten Aktivitätsphase. Hier ist also was los, hier brummt's. Aber nochmal, menschliche Strukturen, es gibt hier einen Weg. Dieser Weg ist zugegebenermaßen potenziell befahrbar für leichte, so schmale, sehr geländegängige Fahrzeuge. Also mit dem Unimog kommt man hier hoch. Das geht. Ja, das hat man auch schon gemacht. Es wurde hier oben auch das eine oder andere bisschen mal gebaut, eine Hütte hingestellt, später wieder abgerissen. Also ein Befahren ist nicht völlig unmöglich. Das geht schon. Aber man braucht schon spezielle Fahrzeuge. Man hat hier also nur geringen Aufwand betrieben, um hier einen Weg hinzubauen. Man hat keine richtig gut ausgebaute Straße erstellt. Und das spielt schon auch noch mal eine größere Rolle für den Zusammenhang. Wie schaut es mit forstlichem Einfluss aus? Kann man hier irgendwie erkennen, dass der Förster am Werke ist und offensichtlich hier regelmäßig Bäume rausholt? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Wenn es hier einen Förster gäbe, dann hätte der irgendwie entweder diese wunderschöne alte Tanne schon lange entnommen, bevor die so knochig werden konnte, wie sie jetzt gerade ist. Fahren wir nochmal ganz nach oben, ohne Momento. Also man kann hier schon sehen, dieser spezielle Seitenast, der da, ganz was Interessantes. Und dann hört sie nach oben auch relativ abrupt, in Anführungszeichen, auf, weil sie einfach im Laufe ihres Lebens schon diverse Schäden, jetzt muss ich kurz gucken, dass das schon tief wieder steht, in der Krone auch abbekommen hat. Weiterhin, der Förster hätte nicht zugelassen, dass die hier so dicht aneinander stehen. Das macht auch erstmal wenig Sinn, weil sie dann auf diesem Wege sich gegenseitig Konkurrenz machen und jeweils als Einzelbaum weniger gut wachsen. Da wäre also ein bisschen Aufräumen und ein bisschen Platz schaffen hier zum Beispiel durchaus sinnvoll gewesen. Hat aber nicht stattgefunden. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Wald hier ist übrigens wirklich aus der Bewirtschaftung genommen. Hier sollten wir also seit 40, 45 Jahren irgendwie sowas um den Dreh auch keine Spuren der Bewirtschaftung mehr finden können. Und die finden wir auch nicht. Das Einzige, was wir finden, sind hin und wieder mal freigesägte Wege. Also Bäume mit Sägeschnitt, mit Motorsägeschnitt offensichtlich, die direkt am Wegesrand liegen. Sowas können wir entdecken. Ja. Aber ansonsten, das war's mit menschlichen Strukturen, menschlichen Einfluss, der hier zu finden ist. Gut, nächster Punkt. Nächster Punkt wäre Totholz. Haben wir hier Totholz? Yep. Und zwar jede Menge. Grob geschätzt würde ich auf etwa 50 Kubikmeter pro Hektar kommen, die hier so rumliegen, an insgesamt Totholz, also liegendes und stehendes Totholz wohlgemerkt. Ein liegendes Exemplar haben wir jetzt hier gerade in der Bildmitte. Der hat schon eine ordentliche Menge an Totholz und verrottet langsam vor sich hin. Dahinter, wenn wir ein bisschen zoomen, sehen wir bereits,
den nächsten zwischen den Bäumen. Ich krieg den nicht schärfer gestellt, aber er ist da und er liegt da auch schon wieder und verrottet vor sich hin. Also der Totholzanteil ist wirklich exorbitant hoch. Totholz ist auch sehr, sehr wichtig für die Biodiversität eines Waldes, macht ungefähr 90% der Artenzahl der im Wald lebenden Lebewesen aus. Die sind alle abhängig von Totholz. Hast du also einen schön aufgeräumten Wirtschaftswald ohne totes Holz, hast du auch 90% weniger Biodiversität, als wenn du halt eben ganz viel Totholz hättest und potenziell Lebensraum für alle Biodiversität, die ein Wald in Mitteleuropa so haben kann, zur Verfügung steht. Ja, es ist selten so, dass alle verwirklicht wäre, dass also wirklich alles da ist, was potenziell da sein könnte. Ich muss übrigens nachher mal dringend gucken, ob da irgendwas auf dem Objektiv hängt, weil dieser Fleck da im Bild, der nervt ein wenig. Okay, es hat sich herausgestellt, der Fleck war einfach ein Wassertropfen. Der Lensflare. Gut, ja, es tropft hier hin und wieder noch vom Baum. Also nochmal, Totholz, wirklich jede Menge vorhanden. Jetzt hier an dieser Stelle gerade nicht so viel. Aber das ist auch so eine wichtige Eigenschaft von Totholz. Es tritt halt immer mal wieder gebündelt irgendwo auf. Hier ein tolles stehendes Totholz, noch recht jung. Ne? Drum ist ja auch der Specht da noch am Gange, sich da noch rauszuholen, was da noch Leckeres drin ist. Je älter das Totholz, ja, man kann nicht sagen, desto weniger Leben. Das ist nicht so. Aber desto weniger interessant für große Tiere. Die großen Tiere, die kleinen Tiere fressen, die kommen nur in der Phase, wenn auch sehr viele große, kleine Tiere zum Fressen da sind. Also sprich, wenn da wirklich leckere, saftige Käfer noch im Holz unterwegs sind. Ein sehr weit zersetzter Stamm, der dann auf keinen Fall noch steht, sondern schon lange liegt, der beinhaltet größtenteils dann wirklich nur noch sehr kleine Organismen, die dann für einen Specht auch nicht mehr interessant sind, weil sie mikroskopisch klein sind und davon wird so ein Specht auch nicht satt. Ja, das müssen wir uns auch noch mal in den Hinterkopf rufen und uns klar machen. Ja, gucken wir noch mal auf diese Seite vom Weg. Da sehen wir jetzt hier Hang, ja, und Geröll und alles ist auch gut so. Und auch da wieder jede Menge Struktur drin, jede Menge Äste am Boden. Die Menge an Ästen am Boden spielt ja auch noch mal eine Rolle fürs Totholz. Und auch der Anteil stehenden Totholzes hier. Na, guckt euch den mal an. Der ist halt enorm hoch in diesem Wald. Das ist nicht ganz ungefährlich für den Waldbesucher. Wenn es hier windet, gehe ich hier grundsätzlich nicht hin, weil man nie weiß, wann die umkippen. Und dann willst du vielleicht nicht drunter liegen, wenn es soweit ist. Ja. Und jetzt machen wir noch den 360-Grad-Schwenk vollständig. Da ist mehr oder weniger das, na, noch nicht ganz, wo wir angefangen haben. Hier ist jetzt das, wo wir angefangen haben. So. Und damit hätten wir dann also auch sämtliche Parameter durch, weshalb ich behaupte, dass dieser Wald definitiv ein Wald ist und auf keinen Fall ein Forst und so weit entfernt vom Forst, ja, wie man sich's fast nur vorstellen kann, also vom krassen Forst. Gut. Und damit gehen wir jetzt weiter zum Forst und schauen uns mal nach den gleichen Parametern einen wirklich forstigen Forst an. Und ja, das machen wir jetzt. So, und damit sind wir jetzt auch im Forst angekommen. Forst, wie man ihn kennt, Stangenwald mehr oder weniger. Ne? Es stehen ein Haufen Stangen rum und die sind wirtschaftlich durchaus nutzbar und interessant. Ne? Das ist nämlich der Knackpunkt, ein Forst, eben primär ein Wirtschaftswald. Aber ich gehe mal aus dem Bild und wir werden recht schnell fertig damit, uns zu überlegen, wie weit das, was wir hier sehen, der potenziell natürlichen Vegetation entspricht, wie viel Struktur wir hier finden, wie stark das vom Menschen beeinflusst ist und wie viel Totholz es hier gibt. Gut, dann überlegen wir uns mal, entspricht das der potenziell natürlichen Vegetation? Also mal abgesehen davon, dass wir jetzt schon ein bisschen einen anderen Standort hatten als eben, würde hier immer noch ein buchendominierter mit einem kleinen Anteil Tanne Wald hingehören. Ja? Eiche wäre hier nicht mehr zu erwarten zum Beispiel und viele Mischbaumarten eigentlich auch nicht unbedingt zu erwarten. Auch die Steinigkeit der Landschaft, hier links im Bild ist noch so ein bisschen ein größerer Fels, ne? Aber trotzdem die Steinigkeit
Wahrscheinlichkeit hat etwas abgenommen. Das wäre wahrscheinlich also auch wieder ein Buchen mit Anteil Tannenwald, den man hier erwarten dürfte. So, was haben wir stattdessen? Wir haben plus minus ein Douglasien-Fichten-Mischbestand, wobei nur sehr wenig Fichte drin ist. Wir haben also fast einen Douglasien-Reinbestand. So, und ist das jetzt potenziell natürliche Vegetation? Nö. Wie weit ist das weg von potenziell natürlicher Vegetation? Sehr. Ja, wir haben nämlich noch nicht mal eine heimische Baumart, sondern auch noch ein Fremdländer hier stehen. Und der Anteil von Buchen, es stehen tatsächlich ein ganz paar Buchen drin. Man muss sie etwas suchen. Lasst uns mal Buchen suchen. Buchen sollst du suchen. Oh, da haben wir eine gefunden. Hier da hinten, das kleine krumme Ding da. Oder auch hier, ne, da ist auch ein Buchenast zu erkennen. Also es gibt ein paar, man muss sie aber wirklich suchen und viele sind es nicht und größtenteils stehen sie am Rand. Das ist auch typisch, weil die sind irgendwie von alleine reingeflogen und wachsen da jetzt von alleine hoch, haben es halt im Schatten der Douglasien geschafft hochzuwachsen und das war zumindest beim Anlegen dieses Bestandes auch gar nicht der Plan, dass da Buche drin stehen soll. Das sollte also schon auch ein Reinbestand sein. Gut, also wir stellen also fest, Ferne bzw. Nähe zur potenziell natürlichen Vegetation 5% ungefähr so, weil ein paar Buchen sind ja drin. Und wenn man ein bisschen sucht, findet man vielleicht auch die eine oder andere Tanne unten drin. Insbesondere da hinten, ne, da im unteren Bereich, das seht ihr ein bisschen Naturverjüngung. Da sind auch Tannen dabei, wie ich jetzt weiß. Also na, sagen wir mal 10%. 10% PNV vorhanden. Ne? Das ist schon ziemlich wenig. Es gibt tatsächlich auch Forste, die 0% PNV aufweisen. Das kann man auch finden, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt zu suchen. Aber da ich hier in der Gegend nur sehr wenige Waldbilder wie das hier habe, das ist extrem selten. Man muss wirklich wissen, wo die sind. Die musst du echt suchen hier, sowas, wie wir es hier gerade angucken. Schöne Wälder gibt es reichlich. Das da ist eine seltene Ausnahme. Ja, ist das Schlechteste, was ich gefunden habe, sozusagen, was ich jetzt persönlich kenne. Gut, ja, also, PNV ist schon mal mies. So, nächster Punkt, Struktur. Was haben wir hier an Struktur? Wir haben ungefähr gleich dicke Bäume, die sind auch alle gleich hoch, die sind ungefähr im gleichen Abstand zueinander und stehen, man kann das hier so ein bisschen erahnen, ne? Eine Reihe, noch eine Reihe, noch eine Reihe. Noch eine Reihe in Reihe und Glied. Dem deutschen Ordnungsliebenden mag das gefallen. Für ein natürliches Waldbild ist allerdings viel zu viel Struktur und viel zu wenig Chaos vorhanden. Beziehungsweise, ja, kommt darauf an, wie man Struktur halt eben definieren möchte. Aber was ich sagen möchte, ist, wir haben hier kein differenziertes Waldbild, sondern wirklich den Einheitsbrei. Und wenn wir jetzt nach links und rechts schwenken, dann sieht es genauso aus. Das können wir uns also wirklich gerade sparen. Abgesehen davon, dass dieses Waldstück recht schnell wieder vorbei ist. Ne? Also nochmal, man muss eine Weile suchen, bis man so ein Negativbeispiel findet. Beweis, das ist bloß folgendermaßen groß. Und da hinten hört es dann schon langsam auf. Und auf der anderen Seite vom Weg haben wir schon wieder einen deutlich differenzierteren. Zwar auch noch so leicht forstigen. Also es ist ein Forst, ja, gar keine Frage. Aber da haben wir schon deutlich mehr Strukturierung und ein deutlich natürlicheres Waldbild als das hier. Ja, und in der anderen Richtung gleiches Spiel. Da hört er auch sofort wieder auf und wir kriegen einen deutlich strukturreicheren, naturnäheren Wald. So. Zurück zu dem Ding also. Struktur würde ich sagen, es ist nicht gar nichts. Ich gebe auch da 5 von 100, sage ich jetzt mal, weil immerhin er sorgt für ein kleines Maß an Strukturierung, der da. Da fehlt einer. Ja, und es entsteht dadurch, dass man auch hier jetzt gesagt hat, wir befinden uns nämlich streng genommen noch im Wannwald. Das heißt, man darf hier forstlich gar nichts machen. Der wird also irgendwann mal zusammenbrechen, dieser potenziell eigentlich noch viel Geld wert Wald. Aber dummerweise befindet er sich auf der falschen Seite der Grenze. Warum man den nicht ausgenommen hat, oder wobei ich weiß nicht, wo die Grenze exakt verläuft. Nach dem, was die Schilder andeuten, sind wir hier noch im Bannwald drin, aber vielleicht ist auf der Karte dann der hier schon noch ausgenommen. Es macht auch keinen Sinn, den im Bannwald hinzuzufügen, weil der Wald ist ökologisch nicht wertvoll. Ja, egal. Jedenfalls Struktur
ja, 5 von 100 würde ich ungefähr hier mal vergeben wollen. Dann kommen wir zum Faktor menschlicher Einfluss. Wo sehen wir den denn? Also zunächst mal sehen wir den in Form von Pflanzreihen. Dann sehen wir den in Form von einem gleichförmig aufgebauten Bestand. Wir sehen ihn auch dadurch, dass es sich hier um eine Baumart aus Nordamerika handelt, die hier von alleine nicht hergekommen wäre. Und wir haben geastete Bäume. Hier zum Beispiel jetzt in der Bildmitte. Da ist jemand gekommen mit der Stangensäge und hat im unteren Bereich, also im unteren Bereich noch mit der Handsäge und dann bis hoch auf bequeme Reichhöhe die Äste abgeschnitten. Warum? Naja, weil das Holz, das so außen am Stamm dran wächst, dann wird er dicker, enthält dann keine Astlöcher, weil da keine Äste mehr sind, die ein Astloch im nachwachsenden Holz hinterlassen. Das wird damit wertvoller und gibt höhere, bessere Holzqualitäten. Das sieht man auch besonders schön an dem hier, ja, direkt hier in Wegesnähe. Das sind immer durchaus, die sind gefährdet, weil man kann beim Holztransport dagegen stoßen, wenn man mit dem Holz-LKW auch ein bisschen ausschert und dann da dagegen stößt mit einem Stamm, den man hinten drauf hat, dann ist der kaputt. Aber ansonsten kriegt er hier als Randbaum am Wegesrand besseres Licht und wächst damit ein bisschen schneller und kriegt gute Holzqualitäten, wenn es dann funktioniert. Daher hat es auch Sinn gemacht, dass man den noch ein kleines bisschen höher geastet hat als die anderen. Da kommt man dann auch besser dran, wenn er natürlich am Wegesrand steht. So, also menschlicher Einfluss, soweit das Auge reicht. Hoppla, jetzt habe ich gezoomt, das wollte ich gar nicht, egal. Passt trotzdem, weil kommen wir zu Faktor Totholz. Sagen wir mal so, halt noch mal kurz zum menschlichen Einfluss. Kann man denn hier noch mehr eingreifen? Ich würde schon sagen, ja, weil es ist immer noch ein Wald. Ja, der hat immer noch Schatten am Waldboden. Es ist ein Waldboden. Das Mikrobiom eines Waldbodens ist hier auch noch deutlich erkennbar. Das ist ein was anderes als ein Ackerboden. Ja, es gibt einen Kronenraum, wo Vögel drin nisten können, wo Vögel auch Nahrung drin finden. Inzwischen finden auch einige heimische Vögel durchaus an der Douglasie mal was zu essen und können sich da auch einen Zapfen aufmachen und da Samen rausholen. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein 100% fremdartiges Ökosystem wäre. Es ist schon irgendwo ein Baumbestand, der Charakteristiken eines Waldes irgendwo aufweist. Ja, allein schon das Waldklima, die Tatsache, dass wir eben einen schattigen, beschatteten Boden haben rund um den Tag, einen Kronenraum drüber, der wie eine Art von Bettdecke funktioniert und das für ein Waldinnenklima sorgt. Also Waldklima ist hier definitiv gegeben. Daher würde ich mal, schwer zu sagen, Künstlichkeit dieser Landschaft, das kommt darauf an, wie sehr man halt auch wertet, dass die Douglasie hier niemals alleine stehen würde. Jetzt sieht allerdings ein Fichtenwald nicht viel anders da aus als ein Douglasienwald, abgesehen davon, dass der Douglasienwald schneller wächst. Daher, ja, 40 von 100, ne, Natürlichkeitspunkten. Ich meine, es ist auch kein Parkplatz, müssen wir uns auch klar machen. Ein Parkplatz wäre ja auch eine mögliche Landschaftsform, die dann einen Natürlichkeitsfernheitsgrad von 100 irgendwo hat, ne, zu asphaltiert eben. Daher, ja, ich glaube 40, können wir uns darauf einigen. Ja, jetzt habe ich plötzlich einen Zahlenwert für Naturnähe erfunden. Das ist eine subjektive Einschätzung meinerseits. Es gibt dafür schon wirklich ermittelte Zahlenwerte, dass man sich da in ausführlichen wissenschaftlichen Arbeiten die Mühe gegeben hat, da einen realistischen, vergleichbaren, objektiven Wert hinzukriegen. Hier ist es jetzt mehr so eine subjektive Einschätzung meinerseits. Das ist also eigentlich nicht sehr professionell. Aber wenn ich jetzt schon dem Douglasienwald hier einen Natürlichkeitsgrad zuweise, dann muss ich auch unserem Waldbild, das wir hier sehen, am Anfang gesehen haben, auch einen Natürlichkeitsgrad zuweisen. Und da würde ich sagen, also wenn wir jetzt sagen, 40 ist 40% natürlich, dann ist dieser Wald hier schon sehr nah dran. Es ist kein reiner Urwald, das geht wie gesagt gar nicht mehr auf dem Planeten. Jeder Wald ist irgendwie Menschen beeinflusst, aber 80, 85, 90, sowas um den Dreh würde ich hier wirklich vergeben wollen. Also ein ganz, ganz natürliches Ökosystem.
Gut, aber jetzt kommen wir dann wirklich zum Faktor Totholz. Wie viel Totholz gibt es hier? Naja, immerhin etwas. Was hier umfällt, wird schon mehr oder weniger liegen gelassen, wenn es möglich ist. Und das ist die eine Stelle mehr oder weniger, wo wir auch ein kleines bisschen was liegen haben. Das sorgt schon für signifikant mehr Biodiversität, als wenn man sich ganz viel Mühe geben würde, jedes bisschen Holz, was hier umfällt, sofort rauszuzerren und zu Hackschnitzeln oder Ähnlichem zu verarbeiten. Das findet nicht statt. Und ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal erwähnen, das ist wie gesagt eine absolute Ausnahme, so ein Bestand hier. Wir haben hier eine hervorragende Forstwirtschaft um Baden-Baden drumherum. Ja, also wirklich ganz, ganz super. Ich muss lange suchen, bis ich mal eine Stelle finde, wo ich sowas überhaupt zeigen kann. So, aber klar, da könnte jetzt schon noch mehr Totholz liegen. Da wird nach und nach auch mehr Totholz liegen, wenn hier noch mehr umfällt. Aber jetzt momentan ist der Totholzanteil vielleicht, was wird das sein, was da liegt, ein, zwei, also ja, wenn man das, was ich da hinten liegt, noch ein bisschen was, das hat ungefähr einen Hektar, diese Fläche. Ja, die dürfte ungefähr einen Hektar haben, vielleicht 1,2 Hektar, sowas um den Dreh. Schwer zu sagen. Ich kann nicht alles überblicken und es kommt darauf an, wo man die Grenze zieht. Aber da kann man ungefähr das, was hier liegt, auch wirklich mit einem Hektar ungefähr gleichsetzen. Und was hier liegt, dürften vielleicht 3 Festmeter sein. Also mehr ist das nicht. Ja, das meiste ist relativ dünn, was da liegt an Totholz. Zum Vergleich, wir haben da drüben im Naturwald, im anderen Beispielswald, da komme ich auf insgesamt auch aufgrund des sehr hohen Anteils stehenden Totholzes und auch sehr dicken stehenden Totholzes auf 50 Kubikmeter pro Hektar oder Festmeter pro Hektar. Also da liegen Welten dazwischen. Empfohlen für einen sehr guten Totholzzustand in einem Wirtschaftswald sind so 10 bis 20 Kubikmeter pro Hektar. Das wäre also, hier hätten wir etwa 30% vom Minimum dessen, was empfohlen wird. Also schon ziemlich, ziemlich zu wenig im konkreten Beispiel. Aber auch das gibt es tatsächlich noch schlechter, ne? der Ehrlichkeit halber. Jetzt könnten wir an dieser Stelle also sagen, okay, Forst offensichtlich furchtbar, Naturwald offensichtlich toll. Blöd nur, dass wir halt bisher noch einen Faktor beim Vergleich der beiden Waldtypen völlig ignoriert haben, nämlich, was gibt's denn hier an Rohstoffen? Nutzbare Rohstoffe. Ja, und da muss man ganz klar sagen, wenn wir uns jetzt zurückerinnern an unseren Naturwald, da haben wir quasi vielleicht jeden 10. Baum in einigermaßen brauchbarer Holzqualität. Und dann ist es auch noch Buchenholz. Mit Buchenholz muss man schon genau wissen, was man damit tut. Da ist die Nutzung gar nicht so einfach und alles schwierig, schwierig. Ein paar Tannen dürften noch dabei sein, die ein bisschen wertvoller sind und schönes Holz liefern. Aber insgesamt kommst du da vielleicht auf wirklich nutzbare Erntefestmeter von ja auch ungefähr 50 pro Hektar nutzbarer Vorrat, theoretisch, die da rumstehen in unserem wunderschönen Naturwald. So, und das sind hier etwa schätzungsweise Vorrat anhand dessen, was wir hier jetzt gerade sehen. Da würde ich jetzt tippen, schwer zu sagen, und es ist Douglasie und wächst noch, aber 430 Erntefestmeter, Vorratsfestmeter, 34 Vorratsfestmeter, würde ich mal sagen, stehen hier rum. Ja? Kann man sich kloppen, ich müsste es messen, wenn ich es genau wissen wollte. Ich bin auch nicht der Allerbeste im Schätzen, das ist also nur eine grobe Hausnummer. Und das bedeutet, aber wir haben hier ungefähr 8-mal so viel nutzbares Holz, wohlgemerkt nutzbares Holz, stofflich nutzbar, gute Qualität, sodass man daraus Balken für zum Beispiel Gebäude bauen könnte, herstellen könnte, haben wir hier rumstehen. Ja? Und was ist das an Geld wert? Auch das wollen wir jetzt mal ganz spaßeshalber mal ein bisschen rumrechnen. Gehen wir mal davon aus, wir kriegen für Douglasie dasselbe wie für Fichte. Eigentlich ist Douglasie sogar mehr wert, rein von der Holzqualität her. Könnte man für Douglasie tendenziell sogar ein bisschen mehr verlangen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen dasselbe. Und der Fichtenholzpreis, der liegt derzeit bei rund 100 Euro. Das kommt darauf an, wo man sich in Deutschland befindet. Ja, er ist schon wieder bei 100 Euro. Er war zwischendurch mal sehr, sehr im Keller, hat sich aber wieder gut stabilisiert. Und jetzt kannst du rechnen, 430 mal 100, dann bist du bei 43.000 Euro, die hier rumstehen. Was für einen finanziellen Wert hat der Naturwald? Naja, wenn man jetzt nicht irgendeinen Liebhaber findet, der
sagt, aus Naturwald, Holz, da zahlt er das Zehnfache für. Und davon gehen wir jetzt mal nicht aus, dass wir so einen finden. Haben wir da, auch wenn wir jetzt mal fichtenäquivalenten Holzpreis nehmen, haben wir da halt eben 5.000 Euro rumstehen. Oh, also, nur dass wir da mal drüber gesprochen haben. Wenn du hier jetzt die Douglasie umschneidest und irgendwie das Holz verbaust zu einem Schwimmbad beispielsweise, ja, und alles in das Schwimmbad reinsteckst, nur mal rein theoretisch, dann hast du im Übrigen auch beim Gewicht von Douglasie mit, sagen wir mal, 0,6. Jetzt wiegt Douglasienholz sowas um die 600 Kilo pro Kubikmeter. Ja? Und wir haben gesagt, wir haben hier sowas um die 400 Kubikmeter rumstehen. Das heißt, wir hätten 240 Kilo Holz. 240 Tonnen, so rum. 240 Tonnen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, aber so ungefähr zumindest. Ich bin heute nicht mathematisch nicht in der Lage, irgendwas nennenswert auszurechnen. Aber 240 Tonnen Holz hier ungefähr rumstehen, das kommt sicherlich hin. So, und davon ist die Hälfte Kohlenstoff. Und jetzt musst du noch mit einem Faktor, ich glaube 2, irgendwas, das Ganze umrechnen, damit du dann auf CO2 kommst und hättest dann wahrscheinlich sowas um die 600 Tonnen CO2, die dieser Wald hier jetzt gerade bindet. So, und jetzt ist dieser Wald 100% nutzbar. Und jetzt könntest du also diese 600 Tonnen CO2 hier quasi einfach mal so rausschnibbeln und in Schwimmbad einbauen. Und dieses Schwimmbad bleibt jetzt 100 Jahre stehen. Und da ist die nächsten 100 Jahre A, ein Schwimmbad und B, 600 Tonnen CO2 entsprechend gebunden. Ja, und das ist halt dann auch nochmal was, was bei so einem Wirtschaftswald durchaus interessant sein kann. Muss der deswegen so hässlich sein? Nö. Ja, ist das ein schöner Wirtschaftswald? Nö. Ist das ein moderner, zukunftsfähiger Wirtschaftswald? Nö. Douglasien-Reinbestände werden überhaupt nicht mehr angelegt. Das macht heutzutage eigentlich keiner mehr, der einigermaßen seinen Job gelernt hat, weil es einfach daran liegt, dass die genauso instabil sind wie Fichten-Reinbestände. Reinbestände sind, außer wenn es Buche ist, seltenst eine gute Idee. Also nur ganz, ganz seltene Ausnahmefälle. Es ist Buche, ja. Und das ist auch schon das Ende der Liste der Ausnahmefälle, wo man mal einen Reinbestand akzeptieren kann. Daher, das würde heute so keiner mehr machen. Und ich will ja auch nicht sagen, dass das ein Positivbeispiel ist. Was ich aber sagen möchte, ist, hier steht halt Geld und im Naturwald da drüben, da steht halt kein Geld. Hier stehen Rohstoffe und drüben im Naturwald, da stehen halt keine Rohstoffe. Jedenfalls keine vernünftig nutzbaren. Davon mal abgesehen, dass man da sowieso nicht Holz machen wollen würde, weil man dann den Wald kaputt machen würde. Und das macht man natürlich nicht. Ja, aber diesen Faktor müssen wir halt bei der Vergleich von Forst und Wald wirklich auch im Hinterkopf behalten. Und wir brauchen als Gesellschaft nun mal Holz. Man kann jetzt nicht einfach sagen, naja, dann haben wir halt kein Holz mehr. 3D-Drucker, ja, kein Problem, drucken wir Häuser, drucken wir Schwimmbäder und so ein Zeug. Ja, so. Aber worauf ich jetzt hinaus möchte, ja, mit diesen beiden Beispielen, mit unserem Pfui-Wald hier und unserem Schönwald da hinten, ist halt zu zeigen, es gibt einen Mittelweg. Und der Mittelweg ist toll, weil der sieht, ja, vielleicht nicht fast, aber doch, der sieht auch sehr schön aus. Ja, und der ist auch sehr nah dran an der PNV und an einem Naturwald. Und doch steht da trotzdem auch Geld rum. Also es ist möglich, beides auf derselben Fläche zu integrieren und zu kombinieren. Und das wird dann unser nächster Halt sein. Dann gucken wir uns nämlich dafür auch nochmal ein Beispiel an. So, bis gleich. Ja, und damit willkommen im Kompromisswald. Das hier ist per Definition ein Forst. Sieht aber vielleicht ein kleines bisschen anders aus als der andere Forst, den wir da gerade gesehen haben, und ist auch deutlich naturnäher. Ja, wir gucken uns hier gleich noch mal ein bisschen um. Aber ich kann euch gleich schon mal sagen, wenn wir uns ein bisschen umgucken, es ist nicht alles ganz so durcheinander gewürfelt wie im Naturwald. Es
ist eine gewisse Ordnung erkennbar. Es gibt auch Rückegassen. Ich stehe hier gerade auf einer, beziehungsweise die baumfreie Fläche hinter mir ist eine. Es gibt also Spuren von Maßnahmen, dass man hier auch Bäume entnehmen kann, dass hier auch eine Bewirtschaftung stattfinden kann. Die fehlen in unserem Naturwald vom Anfang auch vollständig. Das war jetzt in dem kleinen Stück Douglasien-Rheinbestand, das wir eben angeguckt hatten, keine Rückegassen hatten, lag einfach daran, dass das so klein ist, dass es keine Rückegassen braucht. Darum nicht. Aber sonst wären da auch welche drin. Ja? Aber hier dieser Kompromiss, der liefert halt zum einen Holz, zum anderen Geld und außerdem ist es wirklich ein valider Lebensraum für Tiere, für Pilze und für alle anderen Pflanzen, außer diejenigen, die Holz produzieren und für uns dann nutzbar sind. Ja, also wirklich, wirklich eine gute Lösung. Das ist hier auch nicht ein kleiner es ist nur ein kleiner Ausschnitt von einem ganz großflächig so betriebenen System, nämlich eben die Forstwirtschaft hier um Baden-Baden drumherum. Die läuft grundsätzlich so ab, dass man nah an der Natur arbeitet, die Kräfte der Natur so weit nützt, wie es geht. Das ist auch am billigsten, weil wann immer du irgendwas haben willst, was nicht von alleine so wächst, musst du es irgendwie dahin zwingen und das kostet immer Geld. Daher das zu nehmen, soweit es irgend möglich ist, was ohnehin von alleine so wächst, ist einfach die günstigste Methode, verspricht den höchsten Gewinn und großer Gewinn ist ja grundsätzlich immer ganz interessant bei wirtschaftlichen Unterfangen. Baden-Baden verdient sich auch ziemlich dumm und dämlich mit dem Wald, also da kommt ordentlich Kohle vom Forst rein in normalen Jahren 2018, 19 vielleicht mal ausgenommen, ne? Klar. Aber in normalen Jahren ist da wirklich ordentlich Geld dabei und gleichzeitig sind es wunderschöne Waldbilder, die dem Waldbesucher ganz viel Erholungswert und Erholungsnutzen liefern. Sie sind auch sehr stabil. Wir haben hier aus 18 und 19 nur sehr wenig Waldschäden, sind also mit einem blauen Auge davon gekommen. Man darf jetzt aber auch nicht unterschätzen, selbst ein blaues Auge ist auch schon besorgniserregend, weil das hier wirklich extrem stabile Waldbestände sind. Und wenn die ein blaues Auge kriegen, dann muss dafür schon ganz, ganz viel an Schaden letztendlich beziehungsweise an Belastungen da gewesen sein. Trotzdem zeigt es ganz gut, wenn man jetzt wirklich einen Direktvergleich zwischen hier meinem Baden-Badener Stadtwald, meinem in Anführungszeichen, ne? Aber gut, ich wohne hier, also ist es auch meiner. Und eben zum Beispiel dem Wald im Sauerland in Nordrhein-Westfalen sich anguckt, da liegen schon ziemliche Welten dazwischen, was die Schadflächen angeht, was die Kahlflächen angeht. Nicht, dass im Sauerland schlechte Förster arbeiten, das will ich jetzt damit auch nicht suggerieren, aber es kommt halt auch immer darauf an, was hat man da stehen, was haben die Vorgänger und die Vorvorgänger und die Vorvorvorgänger der aktuellen Försterriege und Försterinnen selbstverständlich schon angestellt. Ja, das spielt halt auch immer noch eine große, große Rolle und jetzt kann man natürlich die Vergangenheit verteufeln, aber ändern kann man sie nicht. Und das wird auch gerne vergessen, dass dann rumgeschimpft wird, da steht ein Fichtenreinbestand. Ja, aber der steht da seit 60 Jahren. Ja, und da hat niemand, der jetzt im Forst arbeitet, hat damit irgendwas zu schaffen, dass der da steht. Und es macht keinen Sinn, ihn einfach nur umzuschneiden, damit er weg ist. Stattdessen hat man dann nämlich eben da gar keinen Wald mehr stehen, beziehungsweise nur noch einen so hohen. Der natürlich wächst, ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil Kahlflächen kriegen wir zurzeit wirklich schon von alleine genug. Da müssen wir gar nicht großartig viel nachhelfen, unnötig mehr einzuschlagen und unnötig dort einzuschlagen, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es auch noch gar nicht, ja, letztendlich viel Holz oder viel Geld bringen würde oder nach Möglichkeit sogar eine Kombination aus beiden. Wir gucken uns hier um, gehen wieder unsere Parameter durch, inklusive die Geldparameter. Und dann werden wir recht schnell sehen, dass so ein Kompromiss einfach für alle Beteiligten das Beste ist. Auf dem Großteil der Fläche. Ja. Wo man kann, macht Naturwald selbstverständlich Sinn und ist was Wunderschönes und den will ich auch nach wie vor haben. Und wo man kann, kann man auch mal zugunsten von wenig Natur, von ein bisschen Naturwald, um den auszugleichen sozusagen, weil der ja kein Geld bringt und keine Ressourcen, kann man dann vielleicht auch mal woanders auch noch ein bisschen, ich sag jetzt mal Nadelwald-lastigeren Ecken akzeptieren und auch mal mehr Douglasien zum Beispiel akzeptieren, die ja wirtschaftlich gesehen ganz, ganz großartig sind. Und es ist immer wichtig, eine Mischung zu finden, eine gute Balance aus wirtschaftlichem, ressourcenliefernden Wald
und natürlichem Wald im Sinne von der dann eben auch Biodiversität und gute Luft und Erholungsnutzen und so weiter zur Verfügung stellt. Ja. Aber damit habe ich das Fazit quasi schon vorweggenommen. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Okay, los geht's. Also, PNV. Ne? Haben wir denn hier die Baumarten der natürlichen Waldzusammensetzung? Sind die anwesend? Zunächst mal, was sehen wir hier vor uns? Das ist überwiegend ein Buchenwald mit vereinzelt Eiche. Eiche ist tatsächlich der Wertträger in diesem Bestand. Hoppla, falsches Rädchen. So, hier kann man zoomen. Und damit dieser Bestand nennenswert Geld abschmeißt, muss da auch vereinzelt mal eine Eiche drin sein, weil die Buche selber, mit der lässt sich wirklich ziemlich mies Geld verdienen. Drum dient sie hier sozusagen als dienende Baumart und ist dafür da, damit die Eichen nicht so alleine rumstehen. Dann sind vereinzelt noch ein paar Lärchen drin. Hier und da habe ich auch mal in weiter Ferne eine Kiefer erblicken können. Das sind alles so Sachen, die man eben beimischt in den Buchenwald, damit er auch ein bisschen Geld abschmeißt. Ebenfalls eine beliebte Beimischung ist die Douglasie, hier unschwer am Durchmesser zu erkennen. Die gibt natürlich nochmal richtig Kohle in so einen Bestand rein, wächst da auch ganz wunderbar drin. Buchen und Douglasien harmonisieren eigentlich ganz gut erfahrungsgemäß miteinander. Man muss halt eben gucken, dass die Douglasie nicht von der Buche ausgedunkelt wird und umgekehrt auch der Douglasienanteil nicht unglaublich hoch wird im Wald. Sonst wird es auch wieder ein bisschen gefährlich, weil man auch nicht genau weiß, was passieren könnte, wenn man halt eben einen riesen Anteil fremdländischer Baumarten in einem Wald zulässt. Ja, das ist generell so ein bisschen umstritten. Aber ein paar sind auf jeden Fall immer eine gute wirtschaftliche Ergänzung und machen das Ganze sehr wertvoll. Ist das ein hässliches Waldbild? Nö. PNV. Also was hätten wir hier? Immer noch ein Buchenwald mit ein bisschen Tännchen dazwischen. Das Bild, was wir hier jetzt gerade sehen, Buche ist definitiv da. Ja, sie ist auch in einem ordentlichen Anteil da, sie ist aber nicht sehr, 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 sehr dominant, nur dominant in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben hier vielleicht ein bisschen weniger Buche, als von der PNV her zu erwarten wäre. Gut, aber jetzt haben wir ja nicht nur diesen Ausschnitt, sondern wir gucken spaßeshalber mal nach da drüben. Und da können wir jetzt erstens in weiter Ferne, sie ist etwas weit weg, drum fällt sie gar nicht so ganz so auf, als so dick wie sie ist, diese alte Eiche da entdecken. Ja, ich zoome euch die mal ran, weil die ist wirklich, wirklich ein beeindruckender Baum. Ja, jetzt kann man ungefähr mal erahnen, was die für einen Durchmesser hat. Also unten Brusthöhendurchmesser, das sieht man nicht, weil es unten im Gebüsch verschwindet, dürfte die ungefähr tatsächlich 1,80 Meter oder sowas haben. Das ist also für deutsche Verhältnisse ein wirklich, wirklich dicker, sehr beeindruckender Baum. Die steht hier einfach mal so drin, ergänzt also das Waldbild um einen Methusalem. Das heißt, die ist auch wirklich alt, 400 locker. Und sowas ist natürlich toll, wenn du in einem stinknormalen Wirtschaftswald trotzdem so ein paar Methusalem, richtig alte Bäume, drinstehen hast. Und zusätzlich kommt eben noch die Struktur um unsere Eiche drumherum und überhaupt den Strukturreichtum. Ja. Und wir haben hier auch Tanne, das da hinten ist eine Tanne. Wir haben in der Verjüngungssituation vereinzelt Tangen, auch wenn da gerade jetzt sehr viel Ideck steht, hier konkret in diesem Fall. Aber wenn wir mal an der Rückgasse entlang gucken, schaut mal da unten. Da hätten wir zum Beispiel ein wenig Tanne. Also Tanne durchaus auch vorhanden in diesem Wald. Eben ein kleines bisschen in diesem Bild, in diesem Ausschnitt unterrepräsentiert. Aber wenn man dann das Ganze im großen Zusammenhang sieht, dann gibt es hier auch richtig viel Tanne. Auch wenn wir das hier jetzt gerade eben einen primär Laubholzabschnitt bewundern können, was ja auch schön ist. Ja. Okay, musste gerade Passanten abwarten. Wir gehen mal auf die andere Seite vom Weg und da stellen wir fest, oh, hier sind ja auf einmal die Tannen. Wie gesagt, ne, es ist schon alles da, es ist teilweise halt ein klein wenig räumlich getrennt. Das ist so ein typisches Charakteristikum von eben auch einem guten Wirtschaftswald, dass wir halt Bestände haben. Ne? Wir haben einen Buchen-Eichenbestand, den haben wir gerade gesehen. Wir haben einen Buchen-Tannenbestand, wo die wertgebende Komponente des Waldes tatsächlich in der Tanne besteht. Da gucken wir gerade rein und da ist selbstverständlich dann, und da spielt halt auch, ob man rechts oder links
vom Weg bist, schon eine gewisse Rolle. Das ist halt eben so eine Anpassung des Wirtschaftswaldes, des gut gemachten Wirtschaftswaldes. Aber hier haben wir eine wunderbare Tannenverjüngung. Wir haben, um auf den Punkt Struktur schon mal einzugehen, eine ganz, ganz tolle, chaotische Waldstruktur. Wir können nicht weit gucken. Kannst du nicht weit gucken, ist immer ein gutes Zeichen. Außer im Buchenwald im Winter, da kannst du immer weit gucken, egal wie wild der ist. Es ist halt nun mal ein wechselgrüner Wald. Aber hier sieht man wirklich jetzt selbst im Winter, da ist richtig, richtig Struktur drin. Einige schöne, alte, auch durchaus wertvolle Tannen. Tannenholz wird gerade nachgefragt wie Sau. Und das ist PNV. Ne? Die Weißtanne gehört hier genauso in die potenziell natürliche Vegetation rein wie die Buche. Beides vorhanden, beides in guten Anteilen, wenn auch nicht eben nahezu 99% oder 100%, würde ich hier schon von einem PNV-Artenanteil von 75% bis 80% grob ausgehen. Das ist nicht gemessen, das ist geschätzt. Eine Messung wäre dann in die eine oder andere Richtung halt natürlich noch mal ein bisschen exakter. Ja. Hier wieder die Rückegasse. Das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr steile Rückegasse. Die hat gefühlte 20 Grad, sowas um den Dreh. Das ist schon sehr, sehr, sehr steil. Also wenn es aussieht wie 45 Grad, dann ist es in Wahrheit meistens eher 20, 25, sowas um den Dreh. Aber das ist schon trotzdem sehr, 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 sehr steil und ist auch am Grenze der Befahrbarkeit. Drum sieht diese Rückegasse auch ziemlich wie eine Schneise im Wald aus. Das ist sie ja. Auch irgendwo. Es ist ein notwendiges Übel. Willst du einen Wald bewirtschaften, musst du ja auch irgendwie an die Bäume rankommen können. Und das ist hier dadurch gegeben, dass du eben auf dem Ding mit schwerem Gerät rumfahren kannst. Dafür sieht der Wald rechts davon und der links davon haben wir gerade gesehen, wirklich wunderbar wild aus, super strukturreich, Versteckmöglichkeiten für alle möglichen Tiere gegeben, Buchen, Tannen, Mischbestand, hier jetzt eindeutig zu erkennen, viele Buchen, viele Tannen. Die Tannen noch ein bisschen jünger als die Buchen. Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit, aber Wald ist ja immer eine Entwicklung. Das ist ja nie ein statischer Prozess, dass irgendwie der Wald jetzt so aussieht und nie anders, sondern jedes Mal, wenn du vorbeikommst, schaut er ein kleines bisschen anders aus. Meistens gar nicht merkbar anders, aber in 5 Jahren würde es hier wirklich definitiv anders aussehen und je nach Jahreszeit selbstverständlich. Wenn die Buche nämlich grün ist, dann ist sie verdammt schattig und dann hätte meine Kamera schon Schwierigkeiten, ein vernünftiges Bild aufzunehmen aufgrund dieser enormen Schattigkeit, die Buche dann nach unten schmeißt. So geht es ja jetzt ganz gut. Wir haben außerdem noch zusätzliche Mischbaumarten. Der Ilek steht wieder drin, hier als immergrüner Strauch, schön zu erkennen. Und das ganze Bild zieht sich quasi entlang der Waldstraße fort. Und dann gehen wir wieder nach hier und da haben wir angefangen. Jetzt sind wir einmal 360 Grad drumherum. Wie gesagt, Struktur, mal ein bisschen strukturärmere Bereiche, gucken wir gerade rein, mal ein bisschen strukturreichere Bereiche, haben wir gerade gesehen. Was ist denn jetzt mit dem Einfluss des Menschen? Kann man in diesem Wald hier nennenswert Pflanzreihen erkennen? Nö. Sieht man da irgendwelche geasteten Bäume? Nö. Wenn man es weiß, weiß man vielleicht, dass eventuell die eine oder andere Eiche und insbesondere eine Lärche, die da noch hin und wieder drin steht, die sind da schon reingepflanzt. Aber das muss man schon auch wissen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es trotzdem zählen, auch wenn es der Otto-Normalverbraucher gar nicht sieht. Dann haben wir da also einen leichten durch Pflanzung zusätzlicher Arten eingebrachten Faktor. Auch die Douglasie, die hier so direkt am Wegesrand steht, die ist ebenfalls gepflanzt. Douglasie verjüngt sich natürlich eher nur schlecht. Das ist auch gar nicht verkehrt für eine fremdländische Baumart. Das ist ganz gut, wenn man die pflanzen muss. So, wie schaut's da drüben aus? Menschlicher Einfluss hier irgendwie erkennbar, ganz ehrlich, nicht mehr. Das ist ein sehr altes Waldstück, das bröselt auch langsam auseinander und bricht zusammen, auch mit der sehr alten Eiche hier. Da erkennst du nichts mehr, dass hier irgendwie der Förster was dran gefuhrwerkt hat, sage ich jetzt mal. Da ist die Försterhand eine sehr sanfte und wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren eine kaum stattgefundene gewesen. Jetzt speziell in diesem Bereich. Wäre natürlich möglich, dass hier auch noch mal ein paar weitere ältere Bäume gestanden haben, die nach und nach ausgefallen sind. Da würde ich aber auch fast davon ausgehen wollen, dass die natürlich ausgefallen sind und nicht gefällt worden zwecks Holzgewinnung.
Ja, also das heißt, menschliche Strukturen, die Walderschließung, die sogenannte Feinerschließung, die ist definitiv durchgeführt. Ne? Es gibt ein Rückegassensystem, es gibt ein Vorstraßensystem. Im Bestand selber ist dann aber so wenig Eingriff wie möglich. Und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie nah man sich gerade an der letzten Holzerntemaßnahme befindet. Also wenn jetzt hier zum Beispiel gerade erst gestern Holz gemacht worden wäre, dann sähe es natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Je länger die letzte Holzentnahme her ist, desto natürlicher wirkt der Wald. Aber im Regelfall dauert das so 5 bis 10 Jahre, dann siehst du von der Holzentnahme eigentlich nichts mehr. Jetzt für den Erholungsnutzen. Und selbst für den Fachmann wird es schwierig, nach 10 Jahren noch genau zu sagen, wann denn jetzt die letzte Holzentnahme eigentlich ungefähr gewesen ist. Ja, da muss man sich dann schon anstrengen. So, was haben wir noch? Totholz. Totholz, hier jetzt gerade konkret nicht viel. Was aber natürlich da ist, ist solches Unterholz, ja, solche dichten Bestände. Da liegt natürlich dann insgesamt an Kleinkram schon auch einiges rum. Das darf man auch nicht ganz vernachlässigen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Aber der Fairness halber muss man sagen, jetzt konkret hier in diesem Beispiel, wenn wir da reingucken, da könnte schon noch ein bisschen mehr Totholz drin liegen. Das ist jetzt also hier zu wenig. So ein Wirtschaftswald, ein moderner, muss ja auch einen Kompromiss irgendwo darstellen. Das heißt nicht, dass der in allen Bereichen immer gleich gut funktioniert. Vielleicht gibt es mal einen Schwerpunkt in die eine oder in die andere Richtung. Und Totholz ist hier tatsächlich ein bisschen Mangelware. Aber das ist auch noch ein junger Wald. Naturgemäß hat ein junger Wald immer wenig Totholz, weil da stirbt ja noch gar nichts Altes ab. Und wenn du was Altes stehen lässt, bis es abstirbt, das würde hier noch locker 250 Jahre dauern, bis hier mal was von alleine stirbt. Es sei denn, es kommt ein Sturm, Dürre, sonst was. Ne? Hier drüben sieht es ein bisschen besser aus mit der Totholzsituation. Da haben wir noch so ein kleines Totholzhäufchen, aber dicke Stämme fehlen trotzdem. Und ja, wir können mal zusammenfassen, Totholz hier jetzt gerade, speziell hier gerade nicht ganz optimal. Aber das ist das Wesen eines Kompromisses. Nicht alles ist immer toll. So, und dann wirtschaftlich die alte Eiche da hinten. Potenziell kannst du natürlich für Eichen dieser Größe, dieses Durchmessers, auf einer Submission, also einer Versteigerung, schon gutes Geld bekommen. Ja, potenziell. Aber die wird keiner mehr fällen. Die ist so alt und so dick, die bleibt auf jeden Fall als Methusalem-Baum erhalten und sichert hier auch den weiteren Bestand des Waldes. Weil solche alten Bäume im Wald zu haben, hat auch ungeahnte Vorteile, kann ungeahnte Vorteile haben. Das wissen wir zum Teil noch gar nicht so sehr, welche Rolle solche Methusalem-Bäume im Gesamtwaldökosystem eigentlich einnehmen können. Aber zum Beispiel, Stückchen weiter, diese Tannen hier, ja, und so ein Tannenbestand, wenn man da dann mal irgendwann Tannen erntet, auch wenn die jetzt ein bisschen astig sind, Tannenholz ist als sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr im Trend angesehen gerade, und da ist schon ordentlich Kohle drin in dem Wald. Es ist jetzt längst nicht so leicht zu berechnen wie in dem schönen Douglasienwald da mit Douglasien, Reihe und Glied. Ich würde den Vorrat, Gesamtvorrat von diesem Waldstück hier, kommt drauf an. Ne? Hier jetzt zum Beispiel ziemlich vorratsreich, da steht schon noch einiges rum. Die Einzelbäume sind sehr dick, davon gibt es auch einige. Da würde ich auch so auf 400 insgesamt, ja, vielleicht sowas um die 400 gehen. Hingegen der junge Buchen-Eichenwald jetzt quasi direkt gegen auf der anderen Seite. Der ist noch recht vorratsarm, aber der ist ja auch noch jung. Daher ist das schwer zu sagen, aber hier stehen schon einige wertvolle Bäume und Gesamtwert vielleicht in diesem Wald sowas um die 20.000, 25.000 Euro je Hektar, die man hier so rausholen kann. Aha. Holzernte ist noch mal einen Ticken teurer als in dem Douglasienwäldchen da hinten. Aber das sind so ganz grobe Schätzwerte und es kommt immer ganz genau drauf an, wo man gerade steht. Aber noch mal, es ist immer noch viel, viel Geld, viel, viel mehr Geld im Übrigen und viel, viel mehr Ressourcen letztendlich auch als im reinen Naturwald am Anfang. Und gleichzeitig haben wir trotzdem alle Waldstrukturen einigermaßen vorhanden, die es so braucht, dass man auch von einem Wald sprechen kann und nicht nur von einem Forst. Und das ist also so der Forst der Zukunft, in Anführungszeichen, per Definition immer noch ein Forst,
aber eben auch mit sämtlichen Merkmalen eines natürlichen Waldes in einer gewissen Ausprägung, die eben den anderen Waldbewohnern außer den Bäumen auch ihren Lebensraum lässt, die eine hohe Biodiversität zulässt, die einen großen Erholungsnutzen ermöglicht. Das ist Forstwirtschaft der Zukunft. Und es geht nicht nur darum, dass du entweder einen Forst oder einen Naturwald hast, wie der Herr Wohleben immer gerne schwarz-weiß malt, in dem, was er so erzählt zu der Debatte Forst versus Wald. In den allermeisten Fällen lässt sich wunderbar Elemente beider Welten, in Anführungszeichen, im gleichen Bestand integrieren. Und das Ganze ist auch sehr, sehr zukunftsfähig. Gibt auch noch tollere Flächen als das. Ja, gibt es noch viele tollere Flächen. Ich habe absichtlich jetzt keine besonders tolle genommen. Ja. So. Ich stelle mich noch mal kurz vor die Kamera. Ja, jetzt habe ich natürlich auch noch ganz viel den Baden-Badener Wald gelobt. Es gibt viele sehr gute Forstbetriebe in Deutschland, die ähnliche Waldbilder aufweisen können. Da ist natürlich jetzt nicht eine Ausnahme. Also vielleicht ist der hier schon besonders schön. Aber es gibt viele, die das hinkriegen und es werden immer mehr. Ja, also der Trend geht eindeutig zu einer solchen Forstwirtschaft und weg von den Fichtenreinbeständen, den Douglasienreinbeständen, so wo es sie denn gibt, sofern es sie überhaupt gegeben hat. So viele gibt es davon nicht, so viele wurden davon nicht angelegt. Aber das ist ganz klar ein Auslaufsmodell der Nadelholzreinbestand und das ist jetzt quasi Forstwirtschaft der Zukunft. Ja? Und wer was anderes behauptet, der kann statistisch auf keinen Fall belegen, weil es stimmt einfach nicht. Solche Waldbilder nehmen zu und die anderen, die Reinbestände nehmen ab, haben insbesondere in den letzten Jahren rapide, sehr schnell, sehr stark abgenommen. Es ist also einfach Blödsinn, sich weiter über Reinbestände aufzuregen. Das Problem löst sich von alleine und dass die nicht zukunftsfähig sind, das weiß jeder, der irgendwie Forst gelernt hat. Das einzige Problem, das jetzt noch bleibt, sind Privatwaldbesitzer, deren Opa ihnen auf dem Sterbebett gesagt hat, Pflanzfichten, mein Junge, Pflanzfichten. Und jetzt pflanzt der Fichten, weil haben wir früher auch schon so gemacht. Haben wir immer so gemacht. Traditionsargumente. Hat nichts mit Logik oder gesunden Menschenverstand oder gar mit Wissenschaft zu tun, aber setzt sich halt leider immer noch durch. Das ist aber ein ganz anderes Problem und das hat definitiv nichts mit moderner Forstwirtschaft am Hut. Da vergleicht man ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ja, dass jemand mit seinem eigenen Grund und Boden nun mal eben auch Unsinn anstellen kann, ist ein häufiges Phänomen. Das begegnet uns nicht nur im Wald. So, jetzt habe ich viel gelabert. Eigentlich sollte das ein kurzes Video werden, aber vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen viel schlauer. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich gucken. Ich habe noch 8 Kilometer bis nach Hause. Das könnte dunkel werden, bis ich da bin. Tschüss.